Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu diesem neuen Video. Eigentlich wollte ich noch einige Videos herausschicken und noch einiges anderes zeigen, aber ich habe das Ganze etwas verschwitzt in den letzten Tagen und wie ihr mir sicherlich anmerken könnt, es ist gerade nicht so wirklich alles okay. Ich war eben mehrfach am Überlegen, inwieweit ich ein Video aufnehmen kann, aufnehmen werde. Ich werde euch jetzt aber mal wieder etwas aus Griefer Games zeigen. Und zwar befinden wir uns hier auf CW22, ohne Texture Pack, ohne Shader heute. Dafür mit Labby Mod. Es gibt jetzt zu Ostern eine Eiersuche bei Labby Mod. Ich habe auch mitgemacht. Okay, man sieht es hier gerade nicht. Liebe Freunde, da sieht man es. Und zwar habe ich alle 6 Eier gefunden und den Halo-Effekt für 3 Monate gewonnen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Lifetime wäre natürlich noch schöner gewesen und vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber gut. Wir werden also heute hier einfach mal random durch die Gegend fliegen und ich hatte ja schon mehrfach auch die Frage bekommen, beziehungsweise ich soll eigentlich mal zeigen, was ich so baue, was ich so mache und wie ich baue. Dazu ist zu sagen, dass ich die ganzen Bauprojekte und alles mit dem Clan absprechen muss, beziehungsweise die Aufnahmen, was ich inwieweit zeigen kann und was nicht. So. Rede, kurzer Sinn, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal rumteleportieren. Das große und ganze Problem, was ich derzeit habe, eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der jetzt alles zu 100% offen darstellt, offen darlegt. Ich sag mal so, das ganze Problem, was ich im Moment habe, besteht aus mehreren Problemen, aus mehreren Teilen. Und dazu sei gesagt, es richtet sich auch an das Datum, womit es ein Problem gibt. Auf jeden Fall hat hier jemand ein cooles Gässchen gezaubert. Okay, der Server laggt wieder etwas. Wirklich mega, mega cool als Shop sozusagen. Und ja, wir werden es mit einer 9,8 von 10, weil es einfach mega cool ist. Wie gesagt, das Ganze, worum es geht, ist jetzt ein Jahr her alles im Prinzip und ja, ich kann gerade nicht reden, es tut mir leid. Also eigentlich ein Jahrestag in gewisser Weise, beziehungsweise auch etwas Schlimmeres. Aber gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich rede. Gut. Auf jeden Fall hier auch mega coole Figuren. Schade, dass halt Fly geradeaus ist, aber dieses Grundstück haben wir, glaube ich, schon mal bewertet. Wir haben hier also auch noch einen Turm und eine Art Wohnhaus, Hotel, whatever. Noch komplett uneingerichtet. Von außen sieht es ganz nett aus. Für mich hier auch eine
ja, jetzt erstmal eine 8,6, weil das ist doch schon mega cool. Obwohl. Komm, eine 8,8. Eine 8,8, weil es wirklich mega cool ist mit Park und allem drum und dran. Dann haben wir hier Wolkenkratzer und lass mich raten, sie sind leer. Vorsicht, Baustelle, jawohl. Und sie sind leer. Aber auch eine ganz interessante Sache hier. Oh, hier geht es sogar doch noch weiter. Also 8,8 hatten wir eben gesagt. Ich denke mal, das wird auch dazu gehören. Womöglich. Komm, wir hauen hier eine 9,2 jetzt schon raus. Eine 9,2, ey. Ganz egal, eine 9,2. So, und jetzt werden wir uns weiter random zu einem Kunststück teleportieren hier. Natürlich geht in letzter Zeit hier bei mir auch einiges drunter und drüber. Über die ganzen Sachen aus den letzten paar Tagen und so weiter werde ich auch nicht reden. Ja, liebe Freunde, darum geht es nicht. Ententeich. Bisschen Asia-Stil. Es sieht auf jeden Fall imposant aus hier. Vergesst meine Umfrage nicht, die ich auf YouTube gemacht habe. Primär geht es erstmal um kostenfreie Spiele. Noch nicht eingerichtet. Komm, das ist auch schon eine 9,0 von 10, ganz ehrlich. Ja, liebe Freunde. Irgendwie vergeht mir heute die Lust an allem. Ich stelle mir gerade die Frage, wie sinnvoll es war, doch heute ein Video aufzunehmen. Okay, er steht regungslos jetzt da. Okay, zweiter Count hat es nicht gemerkt. Alles zweiter und dritter Count hier. Okay. Ja, die Frage ist ja, ob ich dann immer wieder Videos aufnehmen sollte und das Ganze versuche zu überspielen oder ob ich das. Das ist halt gerade etwas die schwierige Sache. Ich möchte euch ja auch etwas Content bieten. Das kann ich eben nur, wenn ich was aufnehme. So. Auf jeden Fall haben wir hier schon wieder den einen oder anderen etwas getrollt. Okay. Okay. Ah, ein ähnlicher Skin wie meiner. Hier wieder ein riesiges Case Opening.
Okay, das findet auf deiner Seite statt. Wow, was ein Lag. Nein, das findet nicht auf der anderen Seite statt. Dann findet es auf dem Grundstück von Harvard statt, eventuell. Oder. Keine Ahnung. Liebe Freunde, keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall geht es hier um ein mobiles Case Opening anscheinend. Reife EU-Bürger. Meine Güte. So, wo. Mal schauen, was hier noch so abgeht auf dem Grundstück im Moment. Im Moment ja sicherlich nicht so viele. Auf jeden Fall hat sich hier einiges auch verändert und getan. Hier oben sind jetzt auch noch mehr Villager vertreten wieder. Ja, liebe Freunde, ich werde nachher erstmal eine gewisse Zeit AFK sein, beziehungsweise offline. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Mal schauen, was wir hier noch so sehen können und sehen werden. Hier haben wir diese Nebelhölle, die cool gemacht ist. Ja. Und hier die Scammerhölle. Das ist aber jetzt mal relativ, da brauchen wir jetzt nicht runter. Ich habe eine Fackel am Kopf. Ja. Das weiß ich auch. Große Frage ist ja, wie viele Leute hier in der Nähe sind noch. Und es sind extrem viele und einige sogar relativ nah, wie wir sehen. Also gut, einige stehen am Spawn. Andere haben irgendwo hier eine interessante, doch nicht. Wollen wir mal versuchen, die Villager zu verarschen, was ja eh nicht hinhaut. So. Wenn jetzt Flyovers geht, bin ich im Arsch. Wer kommt schon mal so hoch hier? Jedenfalls nicht viele. Ja, liebe Freunde. Ich würde mich über ein paar Abos freuen. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss dieses Video an dieser Stelle abbrechen, weil es wie gesagt einige Gründe gibt, und ich gerade so nicht weitermachen kann, ohne dass das Video einfach beeinträchtigt wäre. Und habt einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, wir hören uns. Bitte abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, teilt es mit euren Freunden, dass die auch abonnieren. Ich würde mich wirklich tierisch darüber freuen. Und dann werden sicherlich auch wieder die ein oder anderen Videos kommen. Bis dahin habt einen wunderschönen Ostertag, einen schönen Ostersonntag und bis denne und ciao.